Habt ihr euch auch schon gefragt, was es bedeuten mag, dass das nächste Bilderberger-Treffen in Dresden stattfindet und nicht stattfindet irgendwo in einer versteckten Ecke, sondern mitten im Zentrum in Dresden, sodass es dann wirklich für jeden sichtbar ist, wenn da großräumig abgesperrt wird, wenn darüber berichtet werden muss. Was könnte das bedeuten, dass die Bilderberger entweder dreist in den Mittelpunkt der Gesellschaft plötzlich rücken oder dass sie gar nicht so wichtig sind? Und um diese Frage geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Als Einstieg, wie ist das dir ergangen, als du das gehört hast, dass die im Taschenbergpalais mitten in der Dresdner Innenstadt, fußläufig von der Frauenkirche, Semperoper und allem drum und dran, ein solches Meeting machen, was ja, wenn ich das sichern will, mit den ganzen Figuren, die da kommen, bedeutet, dass Dresden gar nicht mehr zugänglich sein wird. Tja, ich meine, es hat eine symbolische Wirkung, auf jeden Fall. Ich meine, erstmal ist es natürlich eine Machtdemonstration, sowieso. Dann, klar, wenn man solche Dinge tut, denken die sich da garantiert was bei. Es hat bisher immer bei, an den Orten, wo das stattgefunden hat, irgendwas Bestimmtes stattgefunden anschließend. Mhm. Also ich denke, die wissen ja auch vorher schon, was geplant ist. Und das ist ja auch, wie wir sehen werden nach dem Gespräch auch, es ist ja gar nicht die wichtigste Veranstaltung. Die Masse das aber denkt, oder ich auch lange Zeit gedacht habe, ja, das ist ja so hoch angesiedelt. Im Grunde ist das, was da besprochen wird, auch schon vorab gecheckt. Ja. Also das denke ich mir dabei. Also es gibt ja nur die Möglichkeit, entweder eine dreiste Machtdemonstration, sondern jetzt müssen wir auch nichts mehr verheimlichen, oder man schiebt ganz bewusst eine Gruppe nach vorne, die entweder diese Bedeutung, die ihr zugeschrieben wird, nie hatte, oder sie spätestens jetzt nicht hat. Das ist die zweite Möglichkeit bei dem ganzen Thema. Oder beide, ein bisschen von beiden. Ja. Nicht? Oder auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir öffnen uns, wir sagen demnächst vielleicht sogar, lassen wir eine Kamera aufstellen, was wir hier besprechen. Ob das dann den Tatsachen entspricht, ist wieder eine andere Frage, aber so könnte es auch sein. Okay. Ja. Na gut. Es geht in dem folgenden Gespräch, und der Ausgangspunkt ist ja eine Veröffentlichung aus Italien, um im Prinzip die Logen und die Machtkreise hinter den Machtkreisen oder noch welche dahinter. Ja. Und du hast als erstes eine historische. Genau, das ist das Buch über Massoni. Es gibt es in der Vollständigkeit noch nicht auf Deutsch, nur in kurzen Auszügen. Ja. Aber eine Publikation, die von Angehörigen einer solchen Hintergrundloge veröffentlicht wurde. Genau. Nur ist auch das nicht etwas wirklich ganz Neues. Du hast ein ganz altes Zitat von Kennedy. Ja, das kann ich gleich nochmal einspielen. Also das ist ja derjenige, der das geschrieben hat und seinen Namen auch hergegeben hat. Und vier weitere spielen da ja indirekt mit in diesem Buch, 650 Seiten stark. Ist ja nur in Italienisch zu erreichen. Und der Schmidt-Verlag hat das Ding ja so Stück für Stück jetzt langsam ins Deutsche oder zumindest die wichtigsten Sachen gebracht mit Kommentaren. Auch ist gar nicht schlecht. Also hochspannend das Ganze. Sollte man sich vielleicht mal zulegen. Und ich mache mal einen kleinen Einspieler gleich. Also das sind jetzt hier diese erste, zweite, dritter Teil. Da sollen noch mehr Teile erscheinen. Massoni hat aber auch gesagt, es soll nicht nur bei einem Buch bleiben, es sollen da noch welche folgen. Das Buch ist ja gar nicht brandneu, sondern es ist ja Ende 2014 schon rausgekommen. Aber spannend ist das allemal, nicht, was sie schreiben. Das vielleicht eingangs nochmal zu sagen, man darf natürlich jetzt nicht darin verfallen zu sagen, dass das unsere super Freunde sind jetzt. Nicht? Die verfolgen natürlich alle insgesamt Richtung Neue Weltordnung, aber verschiedene Wege, die eine etwas weniger grausam als die andere, wenn man so sagen, vielleicht kann man dann wählen zwischen zwei Übeln, aber sie arbeiten schon zusammen. Ne? Also auch das, ich finde das gut, dass du das gleich am Anfang sagst, es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier quasi ein Whistleblower dieses Thema aufgebrochen hat, sondern es ein Insider ist, der auch ein Insider bleibt und im Zweifelsfalle auch da eine, ich sag mal, konkrete Strategie dahinter steckt. Das muss man auch ganz nüchtern sehen, denn dass die jetzt von ihren ursprünglichen Zielen
plötzlich Abstand nehmen, ist eher extrem unwahrscheinlich. Ja, das ist nur eine andere Variante. Ja. Aber es ist spannend, dass die da in den Vordergrund treten und ja, mal schauen. Ich spiele das mal eben ein hier von Kennedy. Das ist von Kennedy jetzt. Ja, genau. Ladies and Gentlemen, bereits das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft geradezu abstoßend. Und aus historischer Sicht ist uns als Volk die Ablehnung gegenüber Geheimgesellschaften, geheimen Schwüren und geheimen Handlungen bereits angeboren. Denn wir sehen uns weltweit einer gigantischen und rücksichtslosen Verschwörung gegenüber, die zu verdeckten Operationen greift, um ihren Einfluss zu erweitern. Zu Infiltration statt Invasion, zu Umstürzen statt Wahlen, zu Einschüchterung statt freier Wahl. Es ist ein System, das riesige menschliche und materielle Ressourcen verwendet hat, um damit eine zusammenhängende, hocheffiziente Maschinerie aufzubauen, welche militärische, diplomatische, geheimdienstliche, ökonomische, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Die Vorbereitungen dazu werden verheimlicht, nicht veröffentlicht. Die Fehler verschwiegen, anstatt groß darüber zu berichten. Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, anstatt sie zu rühmen. Dazu verwendete Ausgaben werden nicht hinterfragt, kein Geheimnis wird gelüftet. Deshalb hatte der griechische Gesetzgeber Sola verordnet, dass es ein Verbrechen ist, wenn Bürger vor harten Diskussionen zurückschrecken. Ich bitte Sie um Hilfe für die gewaltige Aufgabe, die amerikanische Bevölkerung zu informieren und zu alarmieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass mit Ihrer Hilfe der Mensch endlich das wird, wozu er geboren ist. Frei und unabhängig. Tja. Ein sehr eindrucksvoller Appell, der auch deutlich macht, dass an der Aktualität dieser Aufgabe sich aus dem heutigen Tag nicht das Geringste geändert hat. Und das ist ganz offensichtlich, der Zusammenhang wird natürlich jetzt hier dargestellt, aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, nicht sehr gesund ist, diese Dinge in dieser Form anzusprechen, schon gar nicht in dieser Position. Ja, das haben ja mehrere Leute schon vorher auch gesagt, dass es dunkle Mächte dahinter gibt und Zitate ohne Ende. Das ist eine uralte Geschichte. Und deswegen, Urlogen, wo wir heute drüber reden, oder auch Superlogen, ja, halt die Logen, die bisher nicht groß, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, bekannt sind, die letztendlich nach und nach entstanden, um quasi die Oberführerschaft zu bekommen über die normalen Logen. Eine Loge an sich war ja vom Anfang her erstmal nichts Schlechtes. Nicht? Aber das ist eben alles heutzutage ziemlich vereinnahmt und geführt und die Unabhängigkeit genommen und auch die Einflüsse der normalen Logen sind viel geringer. In den harten politischen Themen bestimmen nur noch wenigere Leute das ganze Geschehen. Und das ist schon sehr bedenklich, finde ich. Ne? Der Ursprung dieser Super- oder Urlogen ist ja zum Teil auch schon sehr, sehr alt. Genau, 1849, 50 und so. Ja. Also auch da geht es schon sehr früh los. Und ganz offensichtlich ist ja der Wunsch der Steuerung der anderen Logen, aber auch der Steuerung von Politik und Wirtschaft, etwas, was ein längeres Thema auf der Agenda ist. Genau. Also um mal die Zahlen überhaupt klar zu machen. Also um 1850 gab es ca. 5000 Logen mit ungefähr 500.000 angenommenen Mitgliedern. Wobei nicht alle da aktiv sind, das darf man natürlich nicht annehmen. 1910 gab es dann schon 22.445 Logen mit 1,774 Millionen Mitgliedern. Und die quasi 1926 dann angewachsen waren auf 28.000 Logen mit 3,86 Millionen Mitgliedern. Man kann davon ausgehen, ungefähr 1980, 90 werden es 6 bis 7 Millionen angemeldete Mitglieder gewesen sein. Einige sind aber auch ruhende Mitglieder, sind auch einige ausgestiegen und so weiter. Was man natürlich auch dann wissen muss, einige sind dann bei den Urlogen, ja, um auf die jetzt mal zu kommen, die sind viel geringer in der Stückzahl. Es gibt also, die aufgeführten jetzt hier in dem Buch sind also 36 und die haben meistens so eine Mitgliederzahl von 100 bis 150, wenn es ganz hoch kommt 500, wenn es eine sehr große Loge ist. Was jetzt man nicht direkt hochrechnen darf, sind viele Mehrfachmitgliedschaften da.
Einige sind in 3, 4, 5, 6 verschiedenen Logen drin, sodass, wenn die jedes Mal neu gezählt werden, darf man die nicht alle zusammenzählen. Und ja, das vielleicht nochmal so vorneweg. Also die Gruppe derjenigen, die am Ende das Sagen haben, ist eine sehr überschaubare Gruppe. Genau. Ja, und eine sehr, sehr kleine Gruppe. Ja. Und du hast jetzt dich einmal korrigiert, hast gesagt, die Mitglieder, die angenommen wurden. Genau. Du wirst nicht automatisch oder kannst nicht sagen, so Superloge klingt ja super, da möchte ich jetzt auch mal beitreten. Ja, so einfach geht das nicht. Nee, es ist ja selbst in den einfachen Logen auch so, die haben zwar Nachwuchsschwierigkeiten, machen ja Werbung in Bremen und so, die machen aber auf Tag der offenen Tür und all sowas, weil sie Nachwuchsschwierigkeiten haben. Aber selbst da gucken die sich die Leute ja an, ob wir die gebrauchen können oder ob sie nur mitlaufen. Ne? Das ist nochmal der Fußvolk. Und aus diesen vielen 7 sind natürlich welche raus, die auch entsprechend geeignet sind und getestet werden und dann weiter aufsteigen können. Also es ist so, wie fast in der Familie, man kann sich bewerben. Besser ist, man hat einen Fürsprecher, man hat in deren Sinne einen guten Leumund, ist einsatzfähig für sie. Vielleicht gewisse Hemmungen sollte man auch nicht haben. Aber einfach so, moin, jetzt trete ich hier ein und zahle dann meinen Obolus, so einfach ist es nicht. Nein. Ja, ja, ja. Naja, also vor dem Hintergrund der Dinge, die dort gesteuert werden, und ich meine, wir reden hier auch, wie Kennedy das, also schon an einer Bedrohung eines demokratischen Systems oder einer Abschaffung, nicht einer Bedrohung, einer Abschaffung des demokratischen Systems. Hm. Bei der NWO geht es um die Abschaffung der Nationalstaaten. Ja. Also da sind natürlich Skrupel und Moral auch eher hinderlich. Ganz klar. Ich meine, es passt ja auch, es muss ja pyramidal ablaufen. Man kann ja nicht mit ein paar tausend Mitgliedern beschließen, was wollen wir denn eigentlich? Ja. Das sind einige Strategen und das sind eben diese sind dabei. Also wenn man Brzezinski sieht, der ja überall der große Denker und Führer immer dabei war, nicht nur im Hintergrund, sondern manchmal auch ein bisschen weiter vorne. Ich meine, die Bücher sagen es ja schon, The Grand Chessboard, das große Schachspiel und so weiter, wo Eurasien quasi, verhackstückt insofern, dass er ziemlich klar geschrieben hat, wie man es macht und wie man es machen sollte und so. Das sind ja keine dummen Leute. Und die Spiele, die dann zwischen denen stattfinden, zwischen den einzelnen Logen, das ist eben so das Spannende. Ich meine, zu vermuten war das sowieso schon, wenn die sich jetzt 100% einig wären, dann wären die schon voll am Ziel. Also ich für mich sag mal, die neue Weltordnung ist schon da. Die ist nur noch, der Vorhang ist noch davor, die ziehen nur irgendwann auf. Wir sind da nicht mehr ganz lange davor. Was uns noch ein bisschen helfen kann, und das haben sie selber auch so ausgedrückt, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, also einer von den Oberen hat mal gesagt, die neue Weltordnung ist so gut wie fertig und sie kann eigentlich nicht mehr aufgehalten werden, es sei denn, es kommt Widerstand aus dem Core, also aus dem zentralen Kern. Mhm. Und das ist anscheinend der Punkt, der zumindest in diesem Buch da angeschrieben wurde oder angesprochen wurde, dass die sich durchaus nicht einig sind über den Weg, wie sie zur neuen Weltordnung kommen. Also es gibt da sehr, sehr brutale Fraktionen, denen also ein paar Milliarden Leute keine Schwierigkeiten machen, um die woanders hin zu befördern. Und es gibt die sanfteren, sag ich mal, die uns zwar auch ausbeuten, nach wie vor, aber sagen wir mal, als Melkvieh betrachten oder Vegetables, was sie manchmal zu den normalen Menschen sagen. Hm? Einige sagen ja auch Godgems. Also es ist halt ganz verschieden. Und da reden wir ja gleich noch ein bisschen drüber. So, wenn, damit sind wir bei dem übergeordneten Ziel, also die Vorstellung, die Wahnvorstellung, muss man sagen, dass der Planet unter eine zentrale Führung gehört. Ja. Also was es in der gesamten Menschheitsgeschichte zu keinem einzigen Zeitpunkt je gegeben hat. Mhm. Es hat immer wieder Weltreiche gegeben, ja. Aber es hat neben den Weltreichen andere Reiche gegeben. Mhm. Und es hat viele gegeben, ob das beim Römischen Reich oder beim Chinesen sowieso, selbst bei Chinggis Khan, die da völlig unbeeinträchtigt existieren konnten. Also die Vorstellung zu sagen, man muss die gesamte Welt unter einer Gesamtregie bringen, die ist ja schon speziell. Und vor allen Dingen, das macht Kennedy auch deutlich, ist das nichts, zu irgendeinem Zeitpunkt je die Menschen und die Völker befragt wurden. Nein, meine, sie sind natürlich immer hinter nicht nur einem Vorhang gehalten worden, sondern hinter 3, 4 Vorhängen. Und damit haben wir es ja zu tun. Ich meine, selbst wir sind ja relativ lange, sag ich mal, im Geschäft, dass wir ein paar Vorhänge schon vielleicht schon mal durchschaut haben. Aber man wundert sich immer wieder, die Tarnung ist schon ziemlich perfekt. Ne?
Und die Desinformation, Fernsehen, immer, das war die beste Erfindung. Und die nächstbeste Erfindung war das Handy oder ich sag mal Wisch und weg. Die Leute rennen ja heute wirklich nur noch mit dem ganz kleinen Ding rum. Auch selbst auf dem Fahrrad gucken sie nicht mehr geradeaus. Und das nächstgrößere haben sie dann in der Größe und das nächstgrößere ja. Da. Und dann kommen 1,65 Meter. Ja? Big Brother is watching you. Und zwar gewollt und bezahlt. Und die Kamera ist mit drin und alles. Das ist schon schlau. Ja, absolut. Ja. Trotzdem ist natürlich ja. Der Umstand, dass ich damit so oder viele damit so umgehen, mhm. noch keine Rechtfertigung dafür, nein, nein. eine Planung zu machen, bei der ich null demokratische Legitimation habe. Mhm. Und schlimmer noch, in dem Moment, wo ich diese Frage stellte, weiß, dass ich eine Ablehnung bekäme. Also die ja. Menschen wollen einen solchen zusammengeballten Machtanspruch nicht. Ja, also ich sehe es ein bisschen fataler, muss ich sagen. Also ich sage mal, wer will das nicht? Die meisten wollen überhaupt nicht die Wahrheit erkennen. Hm. Ich sage mal, es krankt ja vieles daran, in allen möglichen Gebieten, dass wir viele Menschen inzwischen so hinerzogen haben, durch diese Mächte eben auch. Ich sage mal, der Teufel kauft uns mit Bequemlichkeit. Ja? Ob das mit der Denkfaulheit ist oder ob das mit der sich zu bewegen Faulheit ist, Engagement zu zeigen und so weiter. Sie wollen einfach so weiter daddeln, viele. Also ich habe mit vielen Leuten zu tun gehabt und es ist leider wirklich so. Ich will die jetzt nicht verurteilen, das ist nicht der Punkt. Aber wir haben das Geschick in der Hand und wenn wir nicht zusammenfinden, also ich sage mal wenigstens 10-15% der Bevölkerung und auf den Tisch hauen oder zumindest artikulieren, dass wir das durchschaut haben und dass wir das nicht wollen, dann werden die das Ziel voll erreichen. Ja. Also, naja. Das, was uns, und das ist ja das Spannende an dieser Publikation, deutlich wird, vor Augen geführt wird, ist, dass man mehr denn je den Eindruck hat, dass Weltpolitik ein Theaterstück ist. Vollkommen. Und dass Satire. Diejenigen, die sich da kloppen ja. und kritisieren und oder ganz ja. drastisch bekämpfen, im Prinzip im selchen Club sind. Das haben wir bei ja. George W. Bush und Kerry, John ja. Kerry, ja. Erlebt, die in derselben Skull and Bones Bruderschaft sind ja. Und dann hier amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf spielen, aber letztendlich demselben Laden ja. angehören. Ja. Aber das gilt nicht nur innerhalb der USA, das ja. gilt auch darüber hinaus. Im Grunde weltweit. Ja. Also es sind ja Dinge, jetzt mal übergreifend vielleicht, ich meine, wie ich erfahren habe, dass sogar Mao an einer Yale University ausgebildet worden ist, habe ich gesagt, wie hat er das denn gemacht? Ja, die haben Yale Universities in China eröffnet, also Ableger. Sie haben so gut wie alle Leute im Griff. Und die sie noch nicht im Griff hatten, ja, die wurden entweder erpresst oder, wenn es gar nicht half, überfallen. Siehe Gaddafi. Ich meine, der ja selber natürlich auch involviert war in das Ganze, aber er lief außer Spur und dann hat es böse geendet. Ja. Und wird von der Presse dargestellt als Teufel, nicht? Obwohl man sagen muss, also der hat fürs Volk sehr viel getan. Da würde man sich Ähnliches hier wünschen. Ne? Gut, ich will jetzt nicht abschweifen. Ja, kommen wir mal wieder direkt. Die Bilder, die wir hier sehen, sind also, das sind jetzt Beispiele aus dem Buch ja. von Politikern, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Ja. Und wenn man dann einen Schritt dahinter guckt, alle vergleichsweisen Clubs angehören. Genau. Und das Erstaunliche ist ja wirklich, also wenn man Schäuble mal nimmt, Sie sagen, also mindestens bis Ende 2014 war er Meister vom Stuhl in der Ring, ja. wo eine Menge andere Leute auch drin sind. Merkel ist ja der Beitritt verwehrt worden, wahrscheinlich deswegen, weil Schäuble eben ja, andere Machtinteressen vielleicht auch noch hat und oder die Ziele der Loge andere sind. Das fand ich sehr interessant. Also der behauptet, Merkel wollte da reintreten bei dem oder also, ja, also in den kleinen Deutschfassungen ja. steht das quasi so drin. Und das können die ja nur aus dem Buch haben, dass Merkel der Beitritt verwehrt wurde bisher. Mhm. Ne? Sie ist aber ja zusätzlich noch in Joseph de Maistre drin. Und Golden Eurasia in Parsifal und Valhalla. Das sind jetzt... Das war ein kleiner Fehler jetzt. Also nee, Joseph de Maistre ist Schäuble noch drin. Ja, ja.
Golden Eurasia, Parsifal und Valhalla ist Merkel drin, genau. Und das sind jetzt, das wären jetzt diese Hintergrundlogen, richtig, die mit denen, die ja, wir sonst ja, so, die da bei euch einen Tag der offenen Tür machen, nichts zu tun haben. Nein, genau. Und das Interessante ist eben, deswegen sind die hier auch zusammen, nicht? Golden Eurasia sind die beiden drin. Mhm. Ja? Das heißt, da findet für das Publikum ein Showkampf statt auf der Bühne, ja? Der in Wirklichkeit vielleicht gar keiner ist. Ne? Also zumindest sind da von der Logenmitgliedschaft bestimmte Interessen. Dass Merkel natürlich von der anderen Seite des Kanals, sag mal, auch gedrückt wird und so weiter, ist was anderes. Ja. Aber also mein Resümee bisher von dem, was ich da jetzt gelesen habe aus diesen neuen Werken, spielt sich ja die gesamte Politik im Grunde und auch das gesamte Wirtschaftsleben nur unter den Kreisen. Es ist ja alles andere, was dann bis in die Tagesschau geht, das ist ja nun ganz tief gebraten, ja, dann. Aber selbst da drüber schnallen ja sehr viele Leute und man hat ja selber einige Zusammenhänge, hat man sich ja nur gewundert und versucht, das zusammenzufügen aus den Informationen. Ja, genau so ist es. Und wir brauchen uns da gar nichts vormachen, dass jetzt die große Rettung von Putin kommen kann. Vielleicht hat er einen gewissen Spielraum, den er nutzt. Der sieht ja auch ganz gut aus bisher, was er da so macht. Wenn wir Pech haben, ist das aber auch Tarnung. Ja? Wir sollten unwahrscheinlich vorsichtig sein. Wir werden es selber lösen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Gut, ob wir es schaffen oder ob wir dann doch Russlands Hilfe brauchen, weiß ich nicht. Ich glaube eher Letzteres, aber... Ja. Ich meine auch mit den Menschen in Russland. Ich meine jetzt nicht Russland außen vor. Es hat ja Demonstrationen, also Hörsl hat ja gesagt, der ist ja öfter drüben, dass quasi 10 Millionen Leute auf der Straße waren, in verschiedenen Städten. Aber zusammen 10 Millionen, wir wollen keinen Krieg. Das heißt, Volk selber hat sich deutlich geäußert. Ich würde mir wünschen, wir hätten in Deutschland also mal 100.000 Leute beisammen zu dem Thema oder 1 Million. Also die haben schon mehr. Der Russe hat sowieso, also von der mentalen Seite her, glaube ich, fühlt er schon eher, was auf uns zukommen könnte. Ne? Ja. Aber gut. Ja, und man hat durchaus auch noch in Erinnerung, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Da hat man den Eindruck hier, dass die Dinge komplett ausgeblendet wurden. Also ja, es ist so weit weg alles. Aber wir sind eben so vermanscht. Nicht? Ich meine, die Alliierten haben uns befreit angeblich, nicht? Trotz der fast 1 Million, die sie da in den Rheinwiesenlagern haben verhungern lassen, absichtlich und all diese Dinge. Aber das ist eben nicht bekannt. Nicht? Ja, gut. Also vielleicht, du hast jetzt ganz unten, haben wir Genossen Draghi. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob das nächste Bild einen erbitterten Gegenspieler von Ihnen zeigt, nämlich den Chef der Bundesbank. Nee, der ist jetzt nicht drauf. Aber auch da hatten wir so einen Schaukampf, wo es dann Draghi gegen Jens Weidmann und für die Öffentlichkeit, derselbe Laden. Nee, ist klar. Ganz oben links, denn das war nur das Bild, was mich am meisten erstaunt hat, der macht also dann auch den Job der Logen. Genau, so. Ich meine, das haben wir ja schon geahnt, was mit ISIS, also ich meine, allein der Hammer schon, der Name, ja, ISIS, nicht? Ich meine, das hat ja mit gewissen Göttinnen auch zu tun. Mhm. Dann haben sie es ja umgefummelt in IS, damit er nicht mehr ganz so auffällt. Aber jetzt ist es ja ganz deutlich, wie der Hase läuft. Und ich meine, das Ziel, was sie dann hatten, also ich sag mal, durch die Kriege erstmal den Druck zu erzeugen, dann eben die in den Lagern, wo die Flüchtlinge waren, die Versorgung runterzufahren auf ein Viertel und diese ganzen Dinge, war ja eine ganz klare Taktik. Dann Gaddafi umzubringen, die Schleusen zu öffnen, zu dieser ganzen Geschichte, Kudehove-Kalergi-Plan und so weiter. Ist ja ganz offensichtlich, also für uns, ich sag mal Insider zumindest, ne? der normale Bürger, der weiß es ja immer noch nicht, der denkt ja immer noch, die Leute sind jetzt alle Kriegsflüchtlinge, das stimmt ja alles nicht. Es ist einfach so geplant. Wenn man es mal knallhart ausdrückt, ich meine, da werden sich meine Freunde wieder freuen, es geht um die Vernichtung der weißen Rasse, wenn man es mal knallhart sagt. Ja? Und ich glaube nicht, dass ich mir da was einbilde, weil das haben andere, Herr Buchanan hat ja auch sowas mal geschrieben, The Death of the West, vor Jahren schon, kann man in Deutsch jetzt auch schon bekommen, das Buch. Das sind ja nicht Ideen jetzt nur von mir alleine. Und alles, was dahin führt und dieser Druck, dieser gewaltige, der da stattfindet, ist ja sowas von eminent. Und es geht, das ist ja noch unser Glück, es geht zum Glück nicht nur um Deutschland. Weil nicht ganz Skandinavien ist betroffen, es sind ja alle betroffen, mehr oder weniger stark. Ja. Wir haben dann ein paar Leidensgenossen, die immerhin dann potenzielle Verbündete wären. Nicht? Es sah ja viel schlechter aus im Zweiten Weltkrieg und davor. Da hat man uns ja ziemlich isoliert. Wenn du das, du hast jetzt eben... Das war der große Bogen jetzt. Nein, du hast jetzt eben gerade ein Ziel, wenn es um diese ganze Invasionsflut geht, angesprochen.
wo natürlich jetzt jeder erstmal auf den Kopf der Begrifflichkeit zurückschreckt, aber es ist ja schon erstaunlich, dass diese Replacement Migration, von der die Vereinten Nationen reden, dass Sarkozy in einer Ansage wirklich, also man denkt, das ist hier ein eugenisches Rasseprogramm der Nazis, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das, was Thomas Burnett, der Chefdenker der Globalisierung, sagt, die nehmen diese Begrifflichkeiten genauso in den Mund. Mhm. Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendeine Verschwörungstheorie, die sagen es auch ganz offen. Nein. Rassenvermischung und das Entstehen, Kutenhofer-Kalergi, du hast es angesprochen, der große, da steht eine Statue von ihm oder eine Büste in Brüssel oder Straßburg, ich weiß es nicht genau, ist auch wurscht. Ja, ich meine, Merkel hat den Orden gekriegt, Kohl auch. Und ich meine, um die Leute, denen das nichts sagt, der gute Mann hat in den 20er Jahren geschrieben, Europas Zukunftsrasse sollte eine Mischrasse sein. Ja? Eine europäisch-negroide Mischrasse, hat er 1926 in seiner Publikation geschrieben. Und das Spannende ist in seiner Autobiografie. Asiatisch, Negroide, glaube ich. Aber egal. Ne? Also das, was jetzt passiert. Ja. Und in seiner Autobiografie hat er dann aufgrund seiner Publikation und seiner Arbeit ein super Darlehen der Rothschilds bekommen. Die sind dann, schreibt in der Biografie, völlig überrascht, plötzlich trifft er sich mit Baron Rothschild. Richtig. Und er gibt ihm für die nächsten Jahre, ich weiß nicht, mehrere hunderttausend, was nun ein irres Geld 1926 gewesen ist, für seine politische Arbeit. Also da steckt auch wieder der Langfristplan dahinter. Man kann das ganz verfolgen. Und also in Bezug auf Eugenik, ich meine, das hat ja einer von diesen hochgestellten Herren mal gesagt, ich habe den Namen jetzt nicht mehr drauf, Eugenik ist heute nur, Genetik ist nur ein anderer Begriff für Eugenik. Das heißt, sie sagen es ganz klar. Und ich meine, um mal auf Hitler zu kommen, den man ja alles in die Schuhe schieben will, die Anfänge der Eugenik waren ja die Harrimans, die Bushes und so weiter. Ja. Großmutter Bush war ja eine der starken Verfechterinnen und so weiter. Und die haben ja Deutschland sogar Geld gegeben, um im Institut hier bestimmte Versuche zu machen. Ich meine, egal wer es macht, es war verbrecherisch. Aber ich sag mal, auch da wieder, die Urideen kamen gar nicht von uns. Ja, ja. Also von uns und sie sind unverändert aktuell und werden jetzt gerade mal mit Macht durchgesetzt. Wenn wir uns jetzt dieses Bild hier anschauen, also der Chef des Islamischen Staates oder einer der führenden Köpfe dort ist genauso Logenmitglied. Jetzt sehen wir plötzlich Gandhi, wir sehen unten rechts Martin Luther King. Richtig. Also bei Bush und Kissinger, da wundert man sich natürlich gar nicht, das ist klar. Ja. Kissinger ist sicherlich auch eine der Figuren, die wie Brzezinski auch mal nach draußen spielen sollte und gespielt hat. Ja. Aber Gandhi und Martin Luther King? Ja, das ist das Erstaunlichste. Also gerade bei Gandhi habe ich auch gedacht, aha. Also ich wusste vorher schon, dass die Briten nicht abgehauen sind, nur wegen ihm. Ne? Das war mir klar. Gab es auch mal einen guten Filmbeitrag dazu, dass auch die Deutschen ein bisschen mitgespielt haben mit militärischer Beratung und all solchen Sachen. Aber da haben auch noch ganz andere Sachen mitgespielt. Aber klar, so, man glaubt das erstmal und ist dann schon was erstaunt, dass auch da mitgespielt wurde. Ne? Ja, das ist richtig. Also das ist, ich meine, auch hier bei den anderen Figuren. Ich meine, klar, Brzezinski ist bekannt, Obama, okay, das ist alles klar. Das ist aber die Kreuz- und Querverbindungen sind schon sehr spannend. Ne? Also auch hier Papst, ne? Er da. Ne? Ja. Und ich meine, der Vatikan ist im Grunde unterwandert seit sehr langer Zeit. Ne? Da brauchen wir uns ja auch nicht viel vormachen. Und da haben wir es nochmal, unseren schönen Abu Bakr. Anwärter auf das IS-Terrorchef Abu Bakr, Baghdadi oben und der Anwärter auf das US-Präsidentenamt, Jeb Bush, gut, das hat sich jetzt erledigt, der bereits angekündigt hat, den IS-Terrorchef bekämpfen zu wollen, sitzen einträchtig in der ultrageheimen Urloge Hatter Pentalfa. Beisammen und stimmen ihr Vorgehen ab. Super. Ja. Deswegen kann das auch mit dem Bekämpfen des Islamischen Staates nicht wirklich... Von der Seite nehmen wir es nicht. nicht wirklich was werden. Da hat ja nun Herr Putin gezeigt, dass es durchaus funktioniert, wenn man das wirklich ernst meint. Richtig. Aber
Seitens der Amis natürlich mit Sicherheit nicht. Und darin sieht man jetzt im Wissen dieses Buches, dass es eben diese Fraktionen gibt von verschiedenen 2, 3, 4, 5 mächtigen Logen. Die einen wollen das so und die anderen sagen, nee, ich will das so. Wir wollen da zwar alle hin zur neuen Weltordnung, aber eben verschieden. Und das ist schon eine spannende Sache. Insofern war das durchaus eine augenöffnende Geschichte. Ja. Immer mit Skepsis natürlich, ne? Weil verarschen wollen sie uns alle ein bisschen, aber spannend. Ne? Ja, das, was man sich eben als Alternative die Unabhängigkeit und die Souveränität und die demokratische Verankerung von Politik durch die Menschen, durch die Basis wünscht, das ist natürlich etwas, was ich meine, das haben wir jetzt in Schweden, ist das ja, wird das ja das erste Mal umgesetzt, dass da die Wahlen regelrecht ausgesetzt werden, um zu verhindern, dass die Schwedendemokraten in irgendeinen politischen Einfluss kommen. Und das Einfachste ist bei dem Thema, man lässt erst gar nicht wählen. Und schon ist Oder Spanien, hier Demonstrationserschwernisse und diese ganzen Geschichten. Ja. Notstand in Frankreich. Ich meine, die sind kurz davor. Sie testen ab, was lässt sich Volk gefallen. Und wir sind da verdammt nah davor. Und in den USA, wenn man die Militarisierung der Polizei sich anguckt, die Millionen von Kugeln, Geschosse, die sich angeschafft haben, kann einem das Grausen kommen. Ja. Also hier sieht man ja auch Putin mit dem entsprechenden Handschlag, ne? Der ein freimaurerischer ist. Und da haben wir sie auch wieder. Ne? Also das muss jetzt nichts Negatives heißen, aber wir sollten die Augen offen halten, wie wir vergackeiert werden. Ne? Der ganzen Nummer. Ja. Also hier sind immer so diese Kreuz- und Querverbindungen, die können wir jetzt schlecht einzeln aufführen, aber das sind mal die ganzen aktuellen deutschen Mitglieder der antidemokratischen Urlogen aufgeführt, um da vielleicht mal ein bisschen weiterzumachen. Es gibt also grundsätzlich unterteilt, also man kann das quasi so, dass er sagt, es gibt eben antidemokratische Logen, die harte Linie fahren, davon aber auch wieder verschiedene Variationen, die ganz krassen, die gemäßigten und so weiter. Dann gibt es eben die demokratischen, die das also auf dem sanfteren Weg machen wollen. Und dann gibt es noch eine dritte Fraktion der Vermittelnden, die teilweise auch neu gegründet worden sind, auch noch gar nicht so lange her. Manche sind erst in 2000 gegründet worden, manche 2004 sogar erst, die gesagt haben, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir wieder zueinander finden und uns nicht verkrechen oder eine bringt... Und wer ist da wir? Ne? Wir Logen? Im Grunde wir das große, ich sag mal, wir die große Family, weil es stecken ja auch eine Menge reiche Familien dahinter, sollten uns so weit zusammenraufen, dass wir das Ziel erreichen, ohne möglichst viel große eigene Verluste. Weil die haben sich ja auch schon Leute gegenseitig umgelegt oder Sachen so gemacht. Ja? Innerhalb der Mafia üblich ist. Das ist so kann man es. Im Grunde ist es ja so. Es gibt keine Regierung mehr in dem Sinne. Im Grunde ist es ein mafiöses System. Es gibt auch keine Staaten mehr. Die Leute denken ja noch, ich wohne in einem Nationalstaat. Ich glaube, es gibt nur noch 1, 2 Nationalstaaten. Der Rest ist alles, das müsste man aber extra nochmal behandeln, ist ja alles Corporation. Weil, um das nur ganz kurz anzusprechen, es ist ja so, die Welt wird von 3 Zentren regiert im Grunde. Das ist der Vatikan als Staat im Staate, das ist die City of London im Staat im Staate und das ist District of Columbia in den USA. Die USA-Verfassung ist nicht in Kraft, sie ist übergestülpt, ist ein Firmenkonsortium anderer Art. Und ich habe also zu Hause jetzt, um die BRD mal anzusprechen, die BRD ist gemeldet bei der UN als Non-Governmental Organization mit Amtssprache Englisch. Jetzt ist mir auch endlich klar, warum in der EU nicht ins Deutsche übersetzt wird, wenn die Amtssprache Englisch ist. Steht ja drin. Und ich meine, wir sind gemeldet, in jedem Bundesstaat der USA sind wir gemeldet, sagen wir hier mit dem Außenministerium oder auch hier mit dem Wirtschaftsministerium, direkt mit der Adresse in den USA. Das jetzt aber nur am Rande. Aber das hängt alles miteinander zusammen, das ganze Zeug. Also man kann ja vielleicht mal, also Leute, schafft euch vielleicht mal diese Bücher an. Es ist wirklich Augenöffnen. Aber selbst wenn ihr das mal so als Standbild euch mal in Ruhe anguckt, wer da mit wem und wo verbandelt ist, da wundert man sich nur. Es wird vor allen Dingen noch ein anderer Punkt klar, wenn wir hier Gandhi und Martin Luther King und so weiter, dass die politischen Umwälzungen, die Französische Revolution ist das allerbeste Beispiel, Karl Marx und das Kommunistische Manifest, das nächste großartige, die Oktoberrevolution, Erster Weltkrieg, nächsten Beispiele. Also das sind alles sehr schöne Beispiele dafür, dass ganz offensichtlich hinter diesen sogenannten Aufständen, Revolutionen, Putschen und so weiter immer auch, wenigstens auch, wenn nicht alleine, Drahtzieher stehen, die genau diese Entwicklung herbeiführen wollten. Und
denen alles ganz offensichtlich eines gemein ist, die wirkliche Angst vor dem Souverän, vor dem mündigen, aufgewachten Bürger. Das ist das komplette Horrorbild. Genau. Nicht? Und deswegen haben wir noch die Chancen, wir müssen sie nur wahren. Nicht? Wenn wir natürlich uns das so angucken, dann wird das alles geschehen. Was ich noch mal eben kurz mit reinbringen wollte, also die spricht ja auch stark von diesen Para-Freimaurern, ne? Also die quasi nur nachempfundene, also gegenüber den alten Logen nur so tun als ob, muss man so sagen. Aber letztendlich eben nur diese Endziele der neuen Weltordnung verfolgen. Und die sind aber den Urlogen eben auch unterstellt und werden am harten Band geführt, nicht? Also laut Magaldi auf jeden Fall. Und die ganz normalen Logen, also die man so kennt hier, ne? die örtlichen, die haben ganz wenig Einfluss nur noch. Nicht? Die spielen also im großen Politikgeschäft auf jeden Fall kaum noch mit. Dann gibt es eben noch diese riesen Vereinigungen, Fabian Society, Bohemian Group, der Club, ne? Pilgrim Society, CF, also Council on Foreign Relations, selbst die Bilderberger, Roundtable, Tavistock Institut, Trilaterale Kommission, Royal Institute Foreign Affairs und, ich will das gar nicht alle aufzählen, also die alle sind eingebunden und unter eiserner Kontrolle, schreibt er. Das war mir so auch noch nicht klar, dass die wirklich unter so eiserner Kontrolle sind, weil man dachte schon, dass sie eine relativ eigenständige Position waren. Ne? Naja, es fällt ja auf, wenn du CFR oder Tavistock oder Trilaterale Kommission, Bilderberger, wenn du das alles anschaust, dass es da ja auch wieder solche Scharnierpersonen wie David Rockefeller oder Kissinger oder etwas gibt, also die ganz offensichtlich dafür Sorge tragen, dass all diese Läden, dass die wirklich spuren. Und dann so, da werden natürlich dann irgendwelche Marionetten wie Schröder oder Merkel eingeladen und die kriegen dann ihre Hinweise. Mhm. Aber die eigentliche Verantwortung muss in einem Inner Circle oder außerhalb stattfinden. Richtig. Also was wir auch noch gar nicht gesagt haben, also hinter diesen Leuten, also ich sag mal als mächtige Geldleute natürlich, stehen natürlich auch Leute wie Rockefeller, Rothschilds und, die aber meistens eben lieber hinterm Vorhang bleiben und ihre Leute machen lassen, also die Befehlsempfänger agieren lassen, weil wenn was schief geht, steht man besser da, hinterm Vorhang. Ne? Ich meine, was ist eigentlich ganz klar gemacht an ihr auch, also Bill Clinton so, also wie man dann überhaupt eingeführt wird, der war also ganz früh, und zwar schon 1961, in so einer Jugendfreimaurerei drin. So eine Para-Freimaurerei, ja, wurde sich dann eben angeguckt und wie er dann ausgeguckt war, eben fürs Präsidentenamt, dann wurde er eben plötzlich dann in eine Loge aufgenommen. Nicht? Er wurde erst also bei den Bilderbergern eingeladen, dann bei der Trilateralen Kommission, das war dann so das Eingewöhnen, Council on Foreign Relations, und 1992 dann in die Urloge Compass Star Rose eingeweiht. Wie er dann Präsident war, auch noch zusätzlich in die Janus und die Sri Eis. Und die Sri-Eis ist ja sehr, sehr mächtig gewesen. Ne? Sind ja auch drei Leute mächtige, die das dann geführt haben, das Ding. Ein Punkt vielleicht noch, Lucy's Trust ist insofern ein gutes Bindeglied. Vorhin fiel mir das eben ein, hier wegen Greenpeace, weil die ja auch von Lucy's Trust Geld bekommen haben. Der Verein ist ja 1920 bis 22 entstanden, sind auch Mitglied im UN-Wirtschafts- und Sozialrat. Sie sind hervorgegangen, also aus freimaurerischen, also Para-Freimaurer-Geschichten, und zwar aus der Theosophischen Gesellschaft, erstaunlicherweise. Und die hat ja nun die russische Helena Blavatsky, 1831 bis 1891 ist sie gestorben, gegründet. Und die war in der Thomas Paine wiederum schon drin. Dann in der Parsifal. Das ist so eine ganz alte Loge, Thomas Paine. Ja. Dann in der Parsifal, also auch eine deutsche Loge. Ja. Und in der heute die fromme und christliche tuende Merkel sitzt. Also da kann man mal sehen, ich meine, CDU, ich meine, mit dem christlich kann man wahrscheinlich alles vergessen, es sei denn kleine, einfache Mitglieder. Aber im Grunde, das sind satanistische Logen. Also diese Lucy's Trust-Geschichte, das sind Satanisten. Das ist einfach so. Und dann muss man sich ja schon wundern, wenn solche Leute da in sowas eintreten, ne? Von Alice Bailey gegründet, aus der Theosophischen Gesellschaft heraus. Ja, man muss sich nicht nur darüber wundern, sondern das ganz offensichtlich, und das ist eigentlich das Erschreckende, dass die Mächtigen dieser Welt so frei von Ethik und Moral und Verantwortung sind,
dass Sie einen solchen menschenverachtenden Kurs in unterschiedlichen Schattierungen der Brutalität, also es gibt ja nun Aussagen von den 7 Milliarden Menschen sind 6,5 Milliarden zu viel. 500 Millionen sollen überbleiben. Sollen überbleiben. Das heißt, 6,5 Milliarden müssen wie auch immer entsorgt werden. Ja. Das sind natürlich Dimensionen, in solchen Kategorien überhaupt nur zu denken. Unvorstellbar. Ist echt unvorstellbar. Und das sind die Drahtzieher hinter den Kulissen. Das ist natürlich schon deprimierend. Ja. Also es ist ja so, Brzezinski tritt da ja nicht offen auf, ne? Als einer von den vier weiteren. In dem Buch. Ne? Ja. Aber also das hat ja Profile Katholiker da wohl rausgekriegt, die übrigens nichts mit dem Vatikan zu tun haben, sondern die haben sogar Verfahren vom Vatikan gekriegt, weil sie sich so genannt haben. Das sind so, ich sag mal, der das da macht, das ist einer, so ein Urkatholik, sag ich mal, der nichts mit dem Verein da, des Papstes halt zu tun hat. Mhm. Nochmal so, was ich sehr interessant war, so Brzezinski soll Folgendes gesagt haben, weil es ja noch relativ aktuell ist. Die ukrainische Situation ist Bestandteil einer von uns durchgeführten komplexen Strategie, die dazu dienen soll, die nahöstliche und westlichen weltweiten Katastrophen zuvorzukommen, also den Katastrophen zuvorzukommen, die im Epos der ISIS eingeschlossen sind. Das heißt, es existiert ein gruseliger Plan anscheinend. Und diese Kreise, die da jetzt das Buch da herausgebracht haben, als Hilfeschrei ist vielleicht übertrieben, aber es muss schon ziemlich Druck da sein, dass die gemerkt haben, und so ist der Tenor auch, die haben inzwischen die Überhand, diese gruseligen Typen. Und das wollen die nicht. Und deswegen, sonst würden die so ein Buch auch nicht schreiben. Nicht? Wie gesagt, einpacken wollen sie uns alle, aber eben nicht ganz so gruselig. Und also der Kommentar ist dann, es handelt sich wohl um grausame, blutige Inszenierungen, die da geplant sind. Ne? Die aber auch nicht jetzt offenlegen. Aber da ist irgendwas ziemlich Schauerliches im Gange. Naja, gut, andererseits... wenn Brzezinski sich zu dem, also sollte er der Urheber dieser Aussage sein, das, was, wozu er sich dann in der Ukraine bekennt, ist schon blutig und grausam und bestialisch genug. Ja, ich sehe das jetzt mal so, also nicht, um das jetzt irgendwie gut zu reden. Ich sag mal, wenn jetzt, sag mal, ein Stratege am Gange ist und er sagt, ich muss jetzt einen Trupp von 500 Leuten da hinschicken, um 10.000 zu retten, ja, dann könnte man es verstehen. Nicht, dass ich ihn für einen Guten halte, gar nicht. Ne? Nur rein, das sind ja eiskalte Geister. Man sagt ja, ne? Die höchste Intelligenz ist eiskalt. Und ich meine, für so einen halte ich den. Und nehmen wir mal an, die wollen wirklich jetzt 6,7 Milliarden Leute um die Ecke bringen. Ja? Und die würden sagen, nee, das wollen wir aber nicht. Ne? Sondern wir begnügen uns mit anderen Lösungen. Dann könnte das... Gleich mit der Hälfte. Dann, genau, und dann ist es das Schachspiel. Dann opfere ich den Bauern, dann opfere ich auch den Reiter. Ja. So. Das, man kann sich ja... Als gut denkender Mensch überhaupt gar nicht, ich versuche das immer, mich in die reinzudenken, weil nur dann gelingt es einem ja überhaupt zu checken, was könnten die denn noch vorhaben. Ja. Weil sonst bist du bist ja hilflos, weil du denkst, nee, das kann ich angehen und legst das ad acta. Okay, ja, was bleibt am Ende ist, auf diese Dinge hinzuweisen. Das ist erstmal das eine, das möglichst stark zu verbreiten. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch... die Menschen trotzdem zu ermutigen, eben in Unabhängigkeit, Autarkie auch freiem Denken zu marschieren und auf die Art und Weise einem System, denn diese 20.000 oder 10.000 oder wie viel es denn schlussendlich sind, Logenbrüder, können nur dann, wenn wir mitmachen, diesen Planeten beherrschen. Ganz klar. Sonst können die ihr Geld fressen und werden feststellen, wie der traumhafte Indianer gesagt hat, dass man am Ende des Tages nicht von Geld satt wird und Geld nicht essen kann. Und dann ist es auch wurscht, ob die eine Milliarde, eine Billion oder eine Trillion haben. Wenn die Menschheit nicht mitmacht, dann... Ja, das Fatale ist ja, das haben sie ja gezeigt. Sie haben vom Ersten Weltkrieg nicht vom Zweiten zurückgeschreckt und es tönen ja aus allen möglichen Ecken auch solche Töne, dass sie da vor dem Dritten auch nicht zurückschrecken. Der übrigens nicht atomar stattfinden wird, nach meiner Meinung. Die haben heute eben die ganz anderen Waffen. Und Silent War. Und sie sollen ja also in der Bilderberger Konferenz in der ersten schon gesagt haben, der Dritte Weltkrieg wird ein stiller Krieg sein. Den haben wir über die Nahrung, über Chemtrails, über Hab, über alles, über Impfen, ganz stark. Über eine Menge, also elektromagnetische Direktbeeinflussung, eben Handy an Kopf und so weiter. Ich meine, wie viele Gehirntumore gibt es schon und wird es demnächst geben?
die Eier der Frauen werden bestrahlt. In der zweiten, dritten Generation wird es richtig schaurig mit Missgeburten und so. Das sind ja Sachen am Gange, die sind sowas von irre. Also ich sag mal nur, wach bleiben müssen wir auf jeden Fall. Wir sollten auch ein bisschen beschleunigt handeln, weil bestimmte Dinge stehen wirklich nicht mehr fern von uns. Sei es, die ziehen die Strippe und lassen das Finanzsystem zusammenbrechen oder das Wirtschaftssystem oder alles zusammen am besten. Verbunden mit Stürmen, die sie auch kreieren können. Sie wollen, und das ist ja der Spruch der Freimaurerei, Neues schaffen aus dem Chaos. Und sie müssen diese, gerade als immer verwöhnte und noch gut festsitzende Gesellschaft hier im Westen, dazu bringen, dass sie wirklich wie die Kaninchen vor der Schlange stehen oder in eine Runde rennen und so durcheinander sind, dass sie sagen, nimmt uns ruhig alle Grundrechte, ist vollkommen egal, Hauptsache ich habe wieder Ruhe und habe mein Bier auf dem Tisch. Ja. Also das kann man nur als Warnung immer wieder sagen. Leute, bereitet euch vor, sieht zu, dass ihr euch ein paar Silberlinge anschafft, zum Tauschen. Wenn das Finanzsystem zusammenbringt, könnte zum Bauern gehen, der nimmt den Silberling, da kriegst du auch noch ein paar Kartoffeln für. Und diese ganzen Dinge. Sich ein bisschen bevorraten, ganz wichtig, macht ja heute kaum noch einer. Nach 3 Tagen wird das Hungern anfangen. Und die Planungen laufen in der Richtung. Sie brauchen nur den Strom ausfallen lassen. Ein Flair von der Sonne, ja, den sie ja auch lancieren können oder sagen können, das war jetzt halt die Sonne. Und dann ist wusch. Und geübt haben sie das ja schon in New York. Ja. Ja, nee, sie haben es auch hier schon. Ja. Wir hatten in Hannover schon mal aber ganz kurz. Eine halbe Stunde. Jetzt hat ja schon gereicht. Ja. Das hat ja schon fürs Chaos aber lass schon das gereicht. Mal 1-2 Wochen. Ja. Dann wird das aber hart. Und jetzt zusammen mit den Einwanderungsgeschichten, dann geht es zur Sache. Ja. Und da machen sich die Leute überhaupt gar keine Vorstellung von. Ja. Okay, aber das ist letztendlich das Positive oder der Positiv bei all dem. Ja. In dem Moment, wo ich die Dinge weiß, in dem Moment, wo ich mich darauf einstellen kann, kann ich auch letztendlich was tun. Insofern ist Aufklärung wichtig herzliches Dankeschön. Ja. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.chemtrail.de ein und ich will auf den YouTube-Kanal von Werner Altnickel verweisen, wo es zu unterschiedlichen Themen, aber eben auch zu denen, die wir jetzt angesprochen haben, Informationen und vor allen Dingen natürlich logischerweise bei YouTube Filme gibt. Ich will auf das schon zitierte Buch bislang nur in Italienisch, Massoni, die Gesellschaft und die Verantwortlichkeit der Illuminaten hinweisen von Marc Magaldi, der das herausgegeben hat, zusammen mit einer Co-Autorin und auf Kurzfassungen, die wir schon eingeblendet haben. Superlogen regieren die Welt, Teil 1 und Teil 2 und Teil 3. Wie gesagt, Kurzfassungen dieser umfangreichen Publikation, von der weitere angekündigt sind. Man darf gespannt sein, ob es wirklich zu weiteren Veröffentlichungen kommt oder einem vielleicht vorzeitigen Ende des Autors. Wie auch immer, wir werden das thematisch am Ball bleiben. Vielleicht noch mal kurzer Einwand. Es kann sein, dass ihr das über normalen Buchhandel kaum bekommt. Also der Verlag heißt Anton A. Schmidt in Durach. Ja? Diese Heftchen. Weil das wird, glaube ich, der normale Buchhandel nicht führen, schätze ich mal. Es geht entweder direkt oder geht natürlich auch über Amazon. Das ist kein Problem. Also man kann es auf jeden Fall bekommen. In einer normalen Buchhandlung werdet ihr vielleicht etwas komisch angesehen. Das kann schon sein. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.